Hallo Leute, hier ist Marc, euer Influencer, Marc Bellinghaus. Ich bin heute mal wieder bei Chibo. Ich mag hier die Stühle, die haben so schöne Patterns, also so ein schönes Muster und natürlich hier diese wunderleckere Zimtschnecke, genau. Und die ist von Leckerland, das weiß ich. Die beliefern so Edusho. Aber warum ich überhaupt dieses Video mache, es ist ganz seltsam. Mir ist gerade eine Geschichte eingefallen. Ich war ungefähr 13 und ich war Eis- und Rollkunstläufer in Koblenz. Und zwar gar nicht mal so schlecht. Und mir ist gerade eingefallen, dieses Video ist für Sie, Frau Heidrun Schneider. Sie haben mich damals geschlagen und das tut man nicht. Weil trotzdem tut mir leid, dass ich in Reaktion zurückgeschlagen habe. Ist eine wahre Geschichte und es tut mir aufrichtig leid, weil durch meinen Schlag als kleiner 13-jähriger Junge habe ich ihr Trommelfell zerstört. Sie waren auf dem linken Ohr, soweit ich das weiß, waren sie seit damals taub. Und das ist immerhin schon 40 Jahre. Oder länger? Ja, eigentlich sogar noch länger. Und ich habe sie letztens angemailt und wir haben einen kleinen Kontakt gehabt. Und irgendwie war das nicht so gut. Und ich habe gedacht, okay, dann lassen wir es sein. Aber das Leben ist so kurz. Ich war damals sehr, sehr glücklich als Eis- und Rollkunstläufer und sie haben sich Mühe gegeben. Aber da ist eine Sache, wo wir mal reden müssten, weil sie wussten ganz genau, wer ich bin. Ich wusste das nicht. Und insofern wünsche ich ihnen alles Gute. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, auf einem Ohr taub zu sein. Und wie gesagt, es war eine Reflexreaktion. Ich habe so viel Scheiße erlebt als Kind. Mit 6 Jahren bis zum 7. und dann nochmal von 9 bis 11 in dem gleichen Alumnat. Deswegen müssen Sie mir verzeihen. Ich bin dann mit 11 in den Rollkunstlauf Postsportverein Koblenz eingetreten, war Eiskunstläufer, Rollkunstläufer, Einzel. Habe ich immerhin bis zum 3. Platz in der Landesmeisterschaft von Rheinland-Pfalz gebracht. Im Paarlauf waren wir sogar mit ihrer Tochter Sabine Schneider, war ich sogar Landesmeister von Rheinland-Pfalz, waren wir im Paarlaufen. Und diese Sachen, die vergesse ich nicht. Ich weiß nicht, die kommen immer mal irgendwie rein. Und das ist das Schöne am Leben, weil daraus besteht das Leben, aus Erinnerungen. Insofern, ich hoffe, Sie können mir vergeben, es tut mir leid. Alles Gute, Frau Schneider. Und schöne Grüße an Ihre Tochter Susanne und Sabine und ihren Mann, der damals Maler war, das weiß ich auch noch. Ich weiß alles bis zurück in die Kindheit. Das ist das Schlimme manchmal. Alles Gute, Gottes Segen.